Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Valheim. Ja, wir suchen immer noch diese komischen Kerne, die wir für einen Schmelzofen benötigen. Fragt nie, was ich schon dort hinten, wo wir uns unsere Mine, sage ich jetzt mal, gemacht haben, gegraben habe wie ein Wilder. Dachte ich mir irgendwann, boah, kein Bock, ist einfach mal so ein bisschen erkunden, was der Dunkelwald noch zu bieten hat. Ich habe immer noch keine Kerne gefunden, aber dafür habe ich eine Höhle gefunden. Und wenn wir uns nochmal dran erinnern, der hat ja gesagt, diese, ach ja, Sortlingkerne hieß nie, findet man an dunklen Orten unter der Erde. Also ich würde sagen, so eine Höhle ist auch ein dunkler Ort unter der Erde. Also würde ich einfach mal sagen, snacken wir uns doch fix einen Himbeer, rüsten uns unseren fetten Turmschild aus, den ich mir gebastelt habe. Oder beziehungsweise nehme ich eine Fackel. Nee, ich mache das anders. Ich nehme meine Axt und eine Fackel. Bäm, Junge. Tja, mal gucken, was uns hier erwartet. Grabkammer. Okay. Hallo? Gelber Pilz. Tja, links, geradeaus oder rechts? Sagen wir, gehen das mal. Links. So, hier ist eine Kammer. Oh, eine Truhe. Okay, das ist keine Tür, aber das ist eine Tür. Gibt's hier was? Münzen? Bernstein? Und Feuersteinpfeile. Münzen? Weiß nicht, ob man mit anderen Spielern zusammenspielt oder was? Dass man handeln kann oder was? Oder wie? Oh lol. Okay, hier geht's runter. Das? Ghost! Aua! Ach, ganz schön Schaden. Okay, lässt aber kein Loot fallen. Also bisher gibt's hier nur gelbe Pilze. Geister. Okay. Na gut, und Minzen und Bernstein. Ich weiß doch noch nicht, was ich damit machen kann. Wahrscheinlich, wenn ich Multiplayer spielen würde, wahrscheinlich fürs Tauschen oder so, aber wüsste ich jetzt nicht, was es sonst für einen Zweck haben sollte. So, gut, dann machen wir hier mal wieder. Ne, wir lassen hier offen, damit wir wissen, dass wir hier schon waren. Ah ja, genau, von hier bin ich gekommen. Gut, dann gehen wir hier mal geradeaus weiter. Und hier ist noch eine Tür. Hallo? Hier, ne? Wieder Münzen und Federn. Okay. Skelette. Mach ich fertig, ja. Bratzen. Aua! Oh lol! Hier war noch einer hinter mir. Sauhund. Der Elende. Denn hier alles? Aber die Frage ist ja immer noch, was kann ich damit machen? Das ist jetzt so die Frage, ob ihr noch alles seht? Oder ob das nicht zu dunkel für euch ist? Okay, hier geht's hoch. Sonst muss ich dran denken, das Video ein bisschen heller zu stellen. Bei, wartet mal, wir können ja Einstellungen, Grafik, ne, verschiedenes. Doppelte Auslösung, was? Doppelte Auflösung? Okay,
kann irgendwie nicht heller stellen. Na gut. Dann hoffe ich, dass hier was... Oh Gott. Hä? Aua. 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 Was die Viecher sind, was sind das? Sind ganz schön stark. Oh, das sind solche Kerne. Nice. Schmelzofen, Kohlemeiler. Okay. Das ist kein Überreste. Ich alles mit. Vincent! Und Bernstein. Ich mach für euch mal wieder Fackel an, damit ihr doch mal was seht. Die innere Hitze geht von dem Kern aus. Ja, jetzt ist die Frage, wie viel brauche ich für einen Schmelzofen und für einen Kohlemeiler? Bis wir uns dann... Ach lol, da müssen wir uns bestimmt Kohle brennen. Hallo? Okay, hier gibt's nicht. Jetzt ist die Frage, gibt's hier noch mehr solche Kerne? Was nehmen wir uns nochmal nehmen wäre? Alter, ist das hier verwinkelt, ey. Arsch hier schon? Ja. Sieht doch alles gleich aus. Das ist ja hier gar nicht zum Orientieren. Gut, gehen wir mal geradeaus. Hier geht's schon wieder direkt nach links. Gelber Pilz. Ist die Frage, kann ich den einfach so futtern? Ein energiegeladener, glühender Pilz. Achso, mein Magen ist voll. Ja, ist okay. Hallo? Nix? Okay, hier geht's wieder runter. Okay, hier gibt's nicht. Alles klar. Gehen wir wieder zurück. Da waren wir. Gut, ne, dann gehen wir nochmal hier nach rechts. Okay, hier ist verschüttet. Hier machen wir mal die Tür auf. Hier haben wir nochmal einen gelben Pilz. Hier nochmal die Tür auf. Oh, oh Gott! Alter, ich hab mich erschrocken, weil die Fackel gerade ausging. Alter, übst vor, übst um Enge. Alter, habe ich mich gerade verjagt, weil die Fackel ausging, ey. Boah. Ey, spontan eingeschissen. Okay. Also hier gibt es wahrscheinlich nur diese vier Kerne. Jetzt frage ich mich, tut es dann nach einer... tun die Kerne halt nach einer Weile dann hier wieder respawnen? Oder war es das jetzt halt mit der Höhle? Das wird mich jetzt mal noch halt schon interessieren. Gut, aber es war halt... Wissen, es gibt solche Höhlen und da gibt es diese Kerne. Würde ich sagen, rennen wir doch mal auf den direkten Weg nach Hause und machen uns mal so einen Schmelzofen. Okay, also es gibt Dungeons. Gut, Dungeons. Naja, wieso nicht? Höhlen und Dungeons. Die Blaubeere. Die Blueberry. So, dann müssen wir ein Stück nach da. Dann sind wir da eigentlich auf frischem. Genau. Ah, und übrigens, da hier Riese. Ich habe irgend so ein Riesenvieh. Ich nehme an, das soll wahrscheinlich so ein Jötün sein. Gesehen. Also es war einfach nur so ein blauer Riese. Nein, nicht der weiße Riese, der blaue Riese. Aber mit dem wollte ich mich eigentlich noch nicht so anlegen, weil ich glaube, der macht aus uns ganz schön schnell Met-Hack. Oder auch Hack-Met. Oder vielleicht doch einfach ein Schnitzel.
So, na komm schon, Ausdauer regeneriert dich. Ach ja, und? Das habe ich euch schon auch noch nicht gezeigt, was ich immer vergesse euch zu zeigen. Ach. Und zwar gibt es hier so einen Rundstein, ne? Steht schön, dieses Land ist wild und ungestüm, doch wir alle sind noch viel wilder. Erfreue dich an den Geschenken, die du vor dir siehst, Reisender. Des guten Holzes und Steins und auch der Früchte und Blumen des Waldes. Und besieht ihr auch die Wildschweine, die diese Länder durchstreifen. Sie fürchten das Feuer und die Hand der Menschen. Das mit dem Feuer stimmt schon. Also ich hatte mal eine Fackel. Da ist das Wildschwein direkt weggesprintet. Und was ich jetzt interessant finde, doch, du kannst sie fangen und zähmen. Nähere dich ihnen und biete ihnen Futter an. Sie werden den Wurzeln des Bodens nicht widerstehen können. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was die genau mit Wurzeln des Bodens mähen. Weil wir haben ja diese Baumsamen, die habe ich schon mal probiert, den anzubieten. Fressen sie nicht. Löwenzahn auch nicht. Mal gucken, kann ich so einen gelben Pilz futtern? Tatsache, ich kann wirklich so einen gelben Pilz futtern. Alter Junge, der Pilz ist doch verstrahlt, den kannst du nicht einfach essen. So, wir haben Münzen, Bernstein, Rubine. Wertvoll. Ja, das ist schön, dass die wertvoll sind, aber... Was soll ich damit? Frage ich mich. Gibt es etwa irgendwie einen Händler, den man treffen kann? Von denen kann man dann Zeug kaufen, oder? Wie ist das? Ey, du Schweinepriester! Hallo, kommst du jetzt mal, ja? Greif doch mal die Palisadenmauer an. Jetzt kommt das, das ist so ein blödes Vieh. Da greift er meine Mauer an. Du hast doch Fieber, hast du doch. So. Ach nee, ich werde das sicherlich mit dem Hammer herstellen können. So, gucken wir mal hier. Herstellung. Ernsthaft. Ich brauche 5 von diesen blöden Kern. Und es waren nur 4 in dem. Und ich dachte jetzt schön. Boah, muss ich mir da jetzt einen neuen Dungeon suchen? Och nö. Ist doch gerade schon wieder ganz schön zum Mäusemelken. Ist das hier? Ach ja, Feuersteinpfeile. Hier mit rein, dann tue ich die Rubine hier mit rein, die Münzen und das Bernstein. Das ist Mist, das brauchen wir nicht. So, hier, genau. Zack. So, hier hatten wir Harzer, bla bla bla. Nee, haben wir hier nicht. Dann haben wir hier das tierische Zeug. Leder, Schnipsel, Knochinskis, die Dinger. The Federlies. Ach ja, und hier sind Nixenschwanz. Jetzt wisst ihr was? Natürlich brauche ich 5 Kerne und ich habe nur 4. Fuck you. Ohne Scheiß. Das ist doch schon wieder, fehlt mir ein so ein blöder Kern. Ich hoffe, dass es in diesen Dungeons respawnt. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ja, wie lange dauert das? Oh, da gibt es so 4 von diesen blöden Kernen dort, weißt du, und ach. Kruzifix. So, was, dann machen wir jetzt was anderes hier. Gucken, ob das gleich findbar ist. Lasst euch überraschen. Lasst euch überraschen. Ah, komm schon. Pilze. Pilze, Pilze, Pilze. Ach ja, und Pilze habe ich auch schon probiert, den zu geben. Das fressen die Uni, die Wildschweine.
Ich meine, das ist bestimmt erst später kommen, wenn wir einen Schmelzofen haben und da können wir bestimmt irgendwas craften. Da! Ach, das ist ein Troll! LOL! LOL, es ist ein Troll! Oh, natürlich schieße ich gegen Boom. Oh, oh. Alter, hat er viel Leben! Boah! Alter, da wo der zuhaut, da wächst wirklich kein Gras mehr. Deine Mutter! Oh, Scheiße, macht der Schaden. Okay. Mutti, ganz ungünstig. Ganz, ganz ungünstig. Du bist ja. Heilige Scheiße. Macht der einen Schaden? Verpisst euch alle. Okay, es war echt eine dumme Idee, sich mit dem anzulegen. Fick dich. Alter Finne, ey. Boah, der haut echt zu. Ich hoffe, der regeneriert sich nicht. Was? Halt's Maul! Fick dich! Komm her! Oh, wo kommt denn ihr jetzt alle her, ihr Great Wraths? Nervies. So ist er jetzt hier. Komm ran, du Lappen. Jetzt weiß ich's. Nicht Eigtier war's, sondern der Troll ist der wahre Endboss hier. Fürs Early Game. Och, wenn ich den noch mal wiederfinden würde. Hallo? Alter, da ist er riesig. Da ist er. Fick deine Mutter. Oh Gott, der ist noch näher als ich dachte. Ei, 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 ei. Ich bin Legolas, ich schaff das. Ah! Ausdauer, regenerier dich. Alter. Nee, nicht ins Wasser. Renne. Nee, scheiß Nixe. Komm jetzt hier auf den Sack hin. Komm schon, Ausdauer. Ja, Schwein, du blöder Great Wrath. Oh oh. Und die. Oi, oi, oi. Natürlich, jetzt kommen hier drei Great Wraths. Oh. Alter, Schafinne, ey. Da haben wir ihn. Besiegt. Jetzt kümmere ich mich noch um euch blöde Great Wraths. Nervig. Alter.
Wir haben besiegt den Troll. LOL, Trollhaut, da können wir uns... LOL. LOL. Und ein bisschen Holz hat uns auch noch gehackt. Jetzt komm her. Du Feigling. Alter, Fünfe. Sehr dickes und stabiles Leder. Darum sind Trolle so schwer zu töten. Ja, hab ich gemerkt. Gut, aber würde ich sagen, hat man doch ein, naja, doch ganz gutes Erfolgsgefühl in der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Dann einfach auf den Abo-Knopf drücken, kostet nichts und tut nicht weh. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao.